Ein Hamster, all diese Tiere kann man in Zoohandlungen kaufen. Wer aber einen jungen Hund haben wollte, der wurde dort nicht fündig. Die Fachbetriebe hatten sich verpflichtet, keine Welpen anzubieten. Jetzt aber geht eine Zoohandlung in Duisburg eigene Wege und bietet junge Hunde zum Kauf an. Zum Entsetzen vieler Tierschützer. Diese Dackelwelpen brechen ein Tabu. In dem Duisburger Zoogeschäft, das sich selbst als das größte der Welt bezeichnet, werden seit heute 9 Wochen alte Welpen angeboten. Zum Start gibt es rund 15 junge Hunde und jede Menge Blitzlicht. Für Ladeninhaber Norbert Zajak aktiver Tierschutz. Wir sind technisch und fachlich in der Lage, dies sicherlich viel besser zu tun als viele Privatzüchter. Ganz sicherlich als Händler, die irgendwo aus fremden Ländern die Hunde einführen, die schlechten Impfschutz haben oder so. Und dann haben wir uns einfach entschieden, wir machen das. Drinnen die Hunde, vor der Tür eine Demonstration von selbsternannten Tierschützern. Sie fürchten, dass nun vor allem kleine andere Zoohandlungen auch auf den schnellen Hundeverkauf setzen. Dass er mit einem Tabu bricht, ist natürlich schlimm. Aber diese ganzen Trittbrettfahrer, die mit einer Kiste Polenwelpen versuchen, ihren kleinen Krauterladen zu retten, die werden eine Katastrophe in den Tierheimen herbeiführen. Wobei die Tierschützer nach einer Besichtigung der Hundeboxen hier einräumen, dass die Haltung in Ordnung sei. Trotzdem. Es stört uns, dass Leute zu Spontankäufen angeregt werden. Die gehen hier vorbei, sehen die süßen Welpen da rumhüpfen. Und auch wie süß und wollen wir einen. Das Ordnungsamt hat die Anlage überprüft. Alle vorgeschriebenen Auflagen werden mehr als erfüllt. Der Welpenverkauf ist damit rechtlich einwandfrei. Vor der Tür wollen die Gegner des Welpenverkaufes täglich protestieren. Für kommenden Montag wurde per Facebook zu einer Großdemo aufgerufen. Die Welpen haben von dem Streit heute nichts mitbekommen. Sie waren nach dem Presseauftritt hundemüde.